Hallo und herzlich willkommen zum Vorlesetag. Mein Name ist Dennis Glauer und ich bin der Beigeordnete der Stadt Pirmasens. Ich werde euch heute das Märchen von den Gebrüdern Grimm, Rotkäppchen, vorlesen. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber hatte es ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie dem Kind alles geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt, und weil es ihm so gut gefiel, zog sie nichts anderes mehr an. Seitdem hieß es nur noch das Rotkäppchen. Eines Tages sprach die Mutter zu ihm: »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus, sie ist krank und schwach und wird sich daran erfreuen. Mach dich auf, bevor es heiß wird. Und wenn du hinauskommst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab. Sonst fällst du und zerbrichst das Glas und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in die Stube kommst, vergiss nicht guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken herum.« »Ich will es schon gut machen«, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen wusste aber nicht, was für ein böses, wildes Tier der Wolf war und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Dank, Wolf. Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Was trägst du in deiner Schürze?« »Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken.« »Da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas gut tun und sich damit stärken.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch eine Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichenbäumen, da steht ihr Haus. Unten sind die Nussehecken, das wirst du sicherlich wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: »Das junge, zarte Ding ist ein fetter Bissen. Der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappen kannst.« Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er: »Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsherum stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja hin, als wenn du zur Schule gingst, und dabei ist es so lustig im Wald.« Rotkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voller schöner Blumen stand, dachte es: »Wenn ich der Großmutter einen schönen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen. Es ist noch so früh am Tag, dass ich noch zur rechten Zeit ankomme.« Es lief vom Weg ab in den Wald hinein und suchte Blumen, und wenn es eine gefunden hatte, meinte es, weiter draußen stände eine, die noch schöner ist, und lief dahin und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter, klopfte an die Tür. »Wer ist draußen?« »Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf!« »Drück nur die Klinke«, rief die Großmutter, »ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.« Der Wolf drückte die Klinke. Die Tür sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf und legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge zu. Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viel zusammengetragen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihr die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür offen stand, und wie es in die Stube trat, so kam ihm alles etwas seltsam darin vor, dass es dachte: »Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir's heut zumut! Und dabei bin ich sonst so gern bei der Großmutter.« Es rief »Guten Morgen«, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?« »Dass ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?« »Dass ich dich besser sehen kann.«
Ei, Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen. Wie der Wolf seine Gelüste gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett und schlief ein und fing an zu schnarchen. Der Jäger ging eben am Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau doch schnarcht, da muss ich doch sehen, wie es ihr geht und ob ihr etwas fehlt. Da trat er in die Stube und wie er vor dem Bett stand, so sah er, dass der Wolf darin lag. »Finde ich dich, du alter Sünder«, sagte er, »ich habe dich lange gesucht.« Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten, und schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, sah er das rote Käppchen leuchten und noch ein paar Schritte, da sprang das Mädchen heraus und rief, »Ach, wie war ich erschrocken, wie war es doch so dunkel im Bauch vom Wolf!« Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine und damit füllten sie dem Wolf den Leib. Und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und tot umfiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen mitgebracht hatte, und erholte sich schnell wieder. Rotkäppchen aber dachte, du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Weg ablaufen in den Wald, wenn's dir Mutter verboten hat. Ich hoffe, das Märchen hat euch gefallen und macht vor allen Dingen Lust auf mehr Bücher lesen. Viele Grüße, bis bald!